muss jetzt immer hier einen weiteren Weg gehen mit seinem Pult. Da bis nach hier. Also, ihr werdet heute die ganze Qualität meines Läuferdaseins kennenlernen. Mir wurde in der Schule immer nachgesagt, dass ich viel rede beim Predigen. Also schon mal Entschuldigung an die Kamera. Viel Spaß wünsche ich euch. Ich hoffe, es ist nicht zu viel. Ansonsten, Nico, brauche ich Feedback. Dann werde ich nächstes Mal weniger reden. Keine Sorge. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr euch auf dem Freitagabend auf den Weg gemacht habt. Schön, dass ihr eingeschalten habt, ja, dass ihr am Start seid bei YouTube. Freitagabend, eine leicht ungewöhnliche Zeit für Gottesdienst, ja. Vielleicht der ein oder andere Jugendliche oder junge Erwachsene, für den ist das eine ganz selbstverständliche Sache. Ja, Jugendfreitagabends, gut bei uns samstags, aber der ein oder andere junge Erwachsene, der kennt das vielleicht auch noch. Freitagabend, einfach ein anderer Zeitpunkt, ja. Und alles hat einen Grund. Und diesen Grund hat Olga eben schon so schön gesagt, es liegt daran, weil heute Karfreitag ist. Karfreitag. Und neben all den guten Sachen, die Olga gesagt hat, möchte ich das noch wirklich mit einem Ausrufezeichen bekräftigen und sagen, Karfreitag ist die Mitte unseres Glaubens. Wir reden gerne über die Auferstehung, ja, und das ist auch spektakulär, ein Typ, der irgendwie von den Toten auferstanden ist. Und das ist zentral, wichtig. Das ist die Grundlage, wieso wir glauben. Aber dazu gehört die andere Mitte, ja, und zwar das Werk am Kreuz. Christus ist gestorben am Kreuz und das ist, warum wir Karfreitag feiern. Das ist, warum wir heute hier sind. Und darum soll es heute ein bisschen gehen. Ich möchte dich gerne einladen, dass du dich ein bisschen darauf einlässt, was Karfreitag bedeuten könnte. Ich möchte dich einladen, dass du dich darauf einlässt, was das Leid von Jesus bedeuten könnte. Ich möchte dich einladen, hör einfach, was Gott heute sagt und find dich gerne wieder. Weil Gott ist ein barmherziger Gott, ein mitfühlender Gott und ein liebender Gott. Und das gilt für dich und für mich, das gilt für uns. Und das ist der Grund, warum wir heute feiern. Und ich möchte gerne noch einmal kurz beten, bevor wir dann in die Predigt starten. Danke Gott, dass du da bist. Danke, dass du alles gegeben hast, dass du deinen Sohn geschickt hast, dass er für uns gestorben ist, dass er gelitten hat. Ich danke dir, dass du dein Wort geschenkt hast. Ja, tausende von Seiten, auf denen wir nachlesen können, wer du bist, was du tust, wie du es tust. Gott, und ich bete, dass du heute Abend nutzt, um es ein Stück weit wieder aufzuschlüsseln, dass wir Neues lernen, dass wir Neues von dir hören. So bete ich wirklich, Gott, segne einfach das, was gesprochen wird. Lass es in deinem Willen sein. Gott, und ich bete, dass du heute wirkst und dass du nutzt, dass du dein Wort nutzt, um Herzen neu zu berühren. Amen. Amen. Also Leid ist grundsätzlich ein größeres Thema. Ja, es ist, glaube ich, ein Thema, wo der ein oder andere, wenn er das Wort hört, erstmal zusammenzuckt, ja, weil du es mit etwas verbindest. Ich muss zugeben, dass ich in meinen jungen Jahren noch nicht so häufig mit dem Thema Leid konfrontiert worden bin, wie es vielleicht anderen schon passiert ist. Und ich habe in diesem Denken so ein bisschen für mich festgestellt, also manchmal habe ich einen ganz, 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 ganz verschobenen Gedanken, was ich denke, was leidvoll wäre und was Leid am Ende wirklich ist. Ja, und dann saß ich da so ein bisschen und habe so gedacht, Mann, ich weiß noch, wie ich zu Hause saß, 2014, Mario Götze schießt in der 112. Minute in der Nachspielzeit das 1:0 und ich habe 7 Minuten gelitten, damit wir das Ding über die Linie bringen. Ja, wie sollte ich das auch sonst nennen? Ich saß dort, ich habe gezittert, ich bin extra nicht auf Toilette gegangen, weil die Jahre davor, als wir gegen Italien rausgeflogen sind, bin ich auf Toilette gegangen, habe ich die 2 Gegentore gekriegt. Deswegen, ich gehe nie mehr aufs Klo, wenn ich Fußball gucke. Das ist immer eine Randgeschichte. Ich habe also gelitten. Also ich dachte, dass ich gelitten hätte. Ja, natürlich. Also ich habe gezittert, ich habe gefiebert, ich habe gehofft, mir war aufgeregt, ich wusste nicht anderes. Ich habe es gelitten genannt, ich weiß auch nicht warum. Ja, ob das jetzt Leid ist,
glaube ich, nach dieser Predigt nicht mehr. Aber ich kannte nichts. Ich kannte bis dato Leid irgendwie noch nicht so tief. Oder wenn ich daran denke, wie ich mit einer Männergrippe zu Hause war und ich zu meiner Mutter gesagt habe, Mama, ich bin so am Leiden. Ich habe Fieber, 38, mir geht's so schlecht. Das ist das. Also, ja, es ist ein bisschen komisch, es ist abstrakt. Aber ich glaube, weil ich wirklich noch nie Leid erlebt habe, sind das Dinge, die ich mit Leid verbunden habe. Und dann stand ich da und habe weitergedacht und habe gedacht, boah, in der Schule, wenn etwas für einen nicht so gut klappt, wenn einer irgendwie eine schlechte Note hatte oder er hat ein gutes Referat gehalten und er hat irgendwas vergessen, schlechte Noten gekriegt. Ich weiß noch, wie ich zu ihm gesagt habe, hey, hast du halt gelitten. Ja, hast du halt gelitten, Pech gehabt. Ich hatte keine Ahnung, was Leid eigentlich wirklich ist. Und ich glaube, da gibt es ein paar andere Wörter in unserem deutschen Sprachgebrauch, die wir so ganz locker flockig aus der Hüfte für Dinge benutzen und wir haben eigentlich gar keinen Bezug mehr dazu, was diese wirklich heißen. Und so ging ich halt mit meinem komischen, chromen Verständnis von Leid durch die Welt und ich erinnere mich noch an den Tag, wo ich das erste Mal in meinem Leben gespürt habe, was Leid wirklich bedeutet. Ich werde morgens angerufen von meiner Schwester und sie erzählt mir, hey, dein Papa ist heute Nacht verstorben. Und ich mache mich auf den Weg ins Auto, ich fahre aus Frankfurt 4 Stunden nach Hause und an dem Tag, weiß ich noch ganz genau, als ich reinkomme ins Haus, da wusste ich, was es heißt, wenn da eine Atmosphäre ist, wo Leid ist. Wenn du deine Familie siehst und sie trauert, um einen geliebten Menschen. Und bis heute war mir das gar nicht so sehr bewusst, was für ein Leidverständnis ich hatte, wie ich dieses Wort gebraucht habe, irgendwie. Und wie es dann das erste Mal war, als ich mit Leid konfrontiert wurde. Und ich glaube, du sitzt hier heute und du kannst dich mit einem von den beiden Positionen identifizieren. Vielleicht sitzt du hier in deinen jungen Jahren oder in deinen mittelalt fortgeschrittenen Jahren und du denkst dir, ja, Schicksalsschläge habe ich noch nicht gehabt. Mir fällt das wirklich schwierig, was es bedeutet, zu leiden oder Leid mitzuerleben. Oder vielleicht sitzt du heute hier und du identifizierst dich damit, dass jemand deiner Angehörigen im Sterben ist. Du identifizierst dich damit, dass Krankheit an deiner Tür klopft. Du identifizierst dich damit, dass du gemobbt, bedroht und geschlagen wirst, bildlich gesprochen, auf deiner Arbeitsstätte, in einem Ausmaß, was nicht mehr in Richtung, oh, warst ein bisschen dumm und hast das nicht ausgefüllt, geht, sondern wo es wirklich, wirklich, wirklich ans Eingemachte geht. Und ich glaube, solange wir keinen Bezug zu Leid haben, werden wir immer ein Stück weit ein krummes Verständnis haben. Und wenn wir dann dort reinfallen, stolpern wir irgendwie in diese Atmosphäre, in diese Begebenheit und denken uns, was jetzt? Ich fühle mich erschlagen, was mache ich jetzt? Und du fühlst dich erschlagen und du hast vielleicht deine engen Familienumkreis, deine guten Freunde und ihr könnt gemeinsam da durchgehen, wertvoll. Sowas von wertvoll. Enge Leute zusammen, mit denen du gemeinsam da durchgehen kannst. Aber vielleicht kennt es auch der ein oder andere hier oder vor dem Bildschirm, wo das Leid so groß ist, dass du dich fragst, wohin? Wohin mit meinem Leid? Es ist so groß, es erdrückt mich, ich habe keine Kraft, darüber zu reden, ich habe keine Kraft, Leute damit reinzulassen, ich kapsel mich ab, ich gehe weg, ich halte mich von allem fern, es ist mir alles zu viel, ich kann nicht mehr, ich bin am Ende. Leid macht mich kaputt. Das, was ich erlebe, ist zu viel. Und heute Abend, wenn es eine Wahrheit gibt, mehrere, aber die zählt dazu, möchte ich dir sagen, wohin du mit deinem Leid gehen kannst und warum. Und warum? Warum du an diesem Ort genau richtig bist mit deinem Leid und was dieser Ort
mit dir und deinen Gefühlen machen kann. Und wir lesen in Jesaja 53 von einer Person, die anscheinend auch, wenn sie dann mal ankommt, mit Leid in Kontakt kommen wird. Jesaja 53, die Verse 3 bis 5, da steht: Er wurde verachtet und alle mieden ihn. Er war voller Schmerzen, mit Leiden vertraut, wie einer, dessen Anblick man nicht mehr erträgt. Er wurde verabscheut und auch wir verachten ihn. Doch unsere Krankheit, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er lud sie auf sich. Wir dachten, er wäre von Gott gestraft, von ihm geschlagen und niedergebeugt. Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünde gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz und durch seine Striemen sind wir geheilt. Vielleicht bist du in einer leidvollen Situation. Und irgendwer, irgendwo an der Supermarktkasse oder sonst so hat dir den kleinen Hint gegeben, hey, wenn du nicht weißt, wohin, schnapp dir doch mal die Bibel. Und natürlich, ich habe ein Buch, ich fange von vorne an zu lesen, und irgendwann stolperst du in dieses Kapitel von Jesaja und auch schon in den ganzen Sachen davor und du erkennst auf einmal wieder, was du erlebst. Und da wird geredet von diesem einen Typen, der leidet, der kommen wird, der alles auf sich nimmt, der Schmerzen erträgt, der geschlagen wird, der blutet und alles, was dazugehört. Und du sagst, yo, damit kann ich mich identifizieren. Und dann forschst du weiter. Oder aber du sitzt heute hier, bist schon länger unterwegs und du weißt ganz genau, welche Person in diesem Kapitel gemeint ist. Das Neue Testament spricht von Jesus von Nazareth. Ein Mann, welcher ganz anders sein wird, als das, was die Israeliten immer gedacht haben. Jesaja hat diese Vorhersage 700 Jahre, ungefähr 700 Jahre getroffen, bevor Jesus Christus wirklich auf der Erde war. Und er hat dem Stamm Juda zugesprochen, er hat gesagt, ihr müsst umkehren und für die schlechten Dinge, die ihr tut, die Sünde, so nennt man das, müsst ihr Buße tun, ihr müsst Vergebung von Gott in Anspruch nehmen, ihr müsst umkehren und ich erzähle euch darüber hinaus, bald wird jemand kommen, der wegen euren Dingen leiden wird. Das war verrückt. Jesaja nennt ihn den Messias, König. König. Und die Israeliten, die hatten ein ganz anderes Bild von einem König, als dass er geschlagen wird, misshandelt wird und bespuckt wird. Aber Jesaja sollte Recht behalten. Jesaja sollte Recht behalten. Und in Markus 15, Verse 16 bis 19 lesen wir: Die führten ihn in den Palast, das sogenannte Prätorium, und riefen die ganze Mannschaft zusammen. Sie hängten ihm einen purpurroten Umhang um, flochten eine Krone aus Dornzweigen und setzten sie ihm auf. Dann nahmen sie Haltung an und verspotteten ihn. Sei gegrüßt, König der Juden! Mit einem Stock schlugen sie Jesus auf den Kopf und spuckten ihn an. Dann knieten sie sich vor ihn hin und huldigten ihm wie einem König. Das, was Jesaja hunderte von Jahren vorhergesagt hat, wir nennen das Prophetie, was er prophezeit hat, erfüllte sich 30 nach Christus. Jesus kam auf diese Welt und er wuchs auf bei Maria und Josef. Er ging seinen Weg, er wurde erwachsen. Irgendwie merkte man schon, an diesem Kind ist was besonders. Er fing an, Leute um sich zu sammeln, Leute ganz bewusst anzusprechen, die durften erkennen, dass er dieser Messias, dieser König sein muss, der kommt. Und irgendwann gibt es den Startschuss und Gott sagt, Jesus, ab jetzt ist Showtime. Jetzt zeigen wir der Welt, dass du wirklich Gottes Sohn bist. Und Jesus geht und fängt an, Wunder zu tun. Und die Israeliten, ja, die Nachkommen der Leute, die damals in Jesaja schon gehört haben, da kommt jemand, sie haben einen völligen
Also ich kann das gar nicht ausdrücken, was in deren Kopf vorging. Ihr Bild von diesem König, der kommt, war immer noch ein komplett anderes als das, was Jesus verkörpert hat. Reichtum, Macht, Geld, da kommt einer, der nimmt alles ein, er ist ein Herrscher. Und was ist Jesus? Jesus ist der König, der kommt, der eine Dornenkrone auf den Kopf kriegt, die ihm reingedrückt wurde, dass die Hörner in seinem Kopf sind, der ausgepeitscht wurde, der verspottet wurde, dem man nachgesagt hat, du bist der König der Juden, dann mach doch mal was. Zeig doch mal, was du drauf hast. Und Jesus ertrug es einfach. Weil das der Weg war, wie Gott dieser Welt zeigen wollte, dass Jesus wirklich sein Sohn ist. Wir lesen davor, dass Jesus aufgrund von den angeblichen Irrlehren, die er verbreitete, schon zum obersten Führer Pilatus geholt wurde und man gesagt hat, hier dieser Jesus, der ist irgend so ein Zauberer, der ist irgend so ein Typ, der macht nur Quatsch, er behauptet, dass er Gott wäre, was soll sowas, wir müssen den loswerden. Immer wenn er kommt, Menschenaufstände, alle Menschen scharen sich um ihn, den müssen wir loswerden, der muss weg. Und sie zerren ihn zu Pilatus und Pilatus verhört ihn und sagt, was sagst du zu deinen Anschuldigungen? Und Jesus sagt nichts, außer an einer Stelle, wo Pilatus sagt, hey, die Leute sagen, du behauptest, du wärst der Sohn Gottes. Und das ist das einzige Mal, wo Jesus zu Pilatus sagt, ja, das bin ich. Bei allen anderen Anschuldigungen schweigt er. Und die Menge wiegelt sich auf, es wird ein anderer Gefangener geholt, Barabbas, der wirklich schuldig war, ja. Und Pilatus sagt, ich kann keine Schuld an diesem Mann finden, aber ihr dreht so durch, was sollen wir tun? Und die Menge schreit, komm, lass uns ihn kreuzigen. Und Pilatus sagt, hey, der hat keine Schuld, was soll das? Und alle schreien trotzdem, lass uns ihn kreuzigen. Und dann sagt Pilatus, okay, dann das müssen wir irgendwie anders machen. Okay, hier ist Barabbas, der ist ja auch ein Gefangener, der ist ja auch böse, der ist ein Räuber, der ist ein Dieb. Wer von den beiden soll freigelassen werden? Und die Menge schreit, Barabbas. Barabbas, lass ihn frei. Und Pilatus sagt, okay, ich wasche meine Hände hier im Wasser. Ich bin unschuldig. Dieser Mann, Jesus Christus, er ist nämlich auch unschuldig. Aber wenn ihr das sagt, dann ist das Blut an euren Händen und nicht an meinen. Und Jesus wird abgeführt. Danach haben wir die Szene in Markus, wo sie ihn im Vorhof die Krone aufsetzen, ihn schlagen, alles Mögliche tun und dann ihm sein Stück Kreuz geben und sagen, so, jetzt gehen wir vom Vorhof zum Berg, wo du gekreuzigt wirst. Und sie gehen und der ganze Mob an Menschen kommt mit und sie gucken ihn an und sie sagen, helft dir doch selber, helft dir doch. Sie spucken auf ihn, sie verachten ihn, sie sagen, wer bist du denn? Du kannst doch gar nichts, was soll das? Und Jesus, ja, Jesus ist so geschwächt, dass die Soldaten sogar schon einen anderen Mann holen müssen, der für ihn sein Stück Kreuz trägt. Und sie kommen irgendwann da gemeinsam an. Dann kreuzigen sie ihn. Sie hauen ihm die Nägel durch die Hände, durch die Füße und sie hängen ihn auf. Und während der ganzen Zeit hört es nicht auf, dass sie sagen, wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Was willst du? Was für Lügen verbreitest du? Und Jesus erträgt es. Er trägt. Und als er an diesem Kreuz hängt, sind es nicht die Nägel, durch die er stirbt, sondern allein die Erschöpfung ist es. Allein die Erschöpfung ist es, diese Anstrengung dort zu sein, so zu schaffen macht. Jesus ist einen Weg gegangen mit Leid und Schmerz aus zwei Gründen. A, den Grund des Schuldenerlass, das endgültige Opfer. Bisher im Alten Testament war es immer so, dass die Juden einmal im Jahr zur Schuldenbegleichung in den Tempel kommen mussten und ihr Tier mitbrachten. Es wurde geopfert
Und durch das Opfern wurden sie dann, durch das Tierblut wurden sie rein und sie haben alles abgelagert und dann konnten sie wieder ein Jahr da vor sich hin und dann kamen sie das nächste Jahr wieder, mussten wieder opfern und sie mussten immer den Weg machen, egal wie nah sie am Tempel dran wohnten oder nicht, sie mussten immer den Weg machen, um ihre Hände reinzumachen im Tempel. Immer, jedes Jahr auch neue. Aber was Jesus Christus hier machte, war der letzte Gang für die gesamte Menschheit. Er nahm das Kreuz und ging zum Berg und er litt und er ist gestorben als das letzte Opfer. Deswegen ist der immer dieser Vergleich des Lammes. Warum ist Jesus ein Lamm? Warum ist Jesus ein Lamm, was geopfert wird? Das klingt so brutal und so krass. Aber das ist eine Anspielung darauf, dass er das letzte Opfer ist, was gestorben ist für die Schuld der Welt. Das, wo man früher jedes Jahr gehen musste und sein Lämmchen mitbrachte, das war in diesem Moment Jesus. Und das nennt man das ein stellvertretendes Opfer. Jesus war das stellvertretende Opfer für die ganze Schuld der Leute. Jesus war das stellvertretende Opfer für jeden, der immer nach Jerusalem gehen musste, zum Tempel, für jeden, der heute noch lebt. Jesus wurde geopfert. Jesus ging diesen Weg als das letzte Opfer für deine und für meine Schuld. Das ist ein Grund für den Weg. Er ging voran, er ging den letzten Weg. Er machte sich ein letztes Mal auf den Weg, dass die Beziehung zwischen dir und Gott wiederhergestellt war. Dass die Beziehung zwischen dir und Gott wiederhergestellt werden kann. Keiner von uns muss mehr irgendwo hin pilgern. Keiner von uns muss mehr irgendwo hin und seine Dinge opfern. Die Bibel spricht davon, wer an Jesus glaubt, wird ewiges Leben bekommen. Wer sagt, hey, ich bin nicht perfekt, ich bin schuldig, ich mache Fehler, ich bin nicht der beste Mensch und ich brauche jemanden in meinem Leben, der mir das irgendwie spiegelt, mit dem ich unterwegs bin und der sagt, hey, du bist nicht perfekt, aber du bist trotzdem gerecht und hier ist ewiges Leben. Das hat Jesus für uns getan, deswegen der letzte Weg. Und da werden wir bestimmt Sonntag noch einiges drüber hören. Und der zweite Grund, über den ich reden möchte und der mir ein bisschen wichtiger ist, ist, Jesus ist diesen Weg gegangen aus Mitgefühl, weil er Mensch wurde und gelitten hat. Oder in anderen Worten, Jesus hat Mitgefühl mit dir und mit mir, weil er Mensch wurde und gelitten hat. In 2. Korinther 1, Vers 5 lesen wir, denn wie die Leiden des Christus mehr als genug über uns ausgeschüttet werden, so überaus reich ergießt sich auch der Trost über uns, den wir durch Christus empfangen haben. In Hebräer 2, Vers 18 steht, und weil er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er auch denen helfen, die in Versuchung geraten sind. Jesus kam auf diese Welt und wurde Mensch, um uns zu zeigen, dass Gott persönlich weiß, wie es dir und mir geht. Er kam nicht einfach so und hatte alles im Überfluss und es alles war gut und dann konnte er sagen, yo, ich weiß schon, mir geht's zwar richtig gut, ne, ich wohne hier in meinem dicken Haus, ich fahre mein dickes Auto, aber ich kann mir schon vorstellen, so wie es dir geht. Nee, Gott ist ein mitfühlender Gott. Gott ist ein barmherziger Gott. Gott ist ein großzügiger Gott. Gott ist Gott der Liebe, der Nähe, der Treue. Gott ist für dich. Gott ist mit dir. Und er ging diesen Weg des Leides, um dein Leid zu tragen. Er ging diesen Weg des Leides, um dein Leid zu tragen. Egal, wo du stehst, egal, ob du eine gute Definition von Leid hast, egal, ob es dich noch herausfordert, egal, ob du es vielleicht erlebst oder noch nicht erlebt hast, Gott weiß, was es bedeutet, wenn du durch Leid gehst. Im Hebräerbrief schreibt er in Kapitel 2, Vers 18,
ein Vers, den ich euch gleich vorlesen möchte. Aber was ich davor sagen möchte, er schreibt diesen Vers zu Leuten, ja, dieser Hebräerbrief wurde zu Leuten geschrieben, die gerade in einer Verfolgungssituation waren. Die waren gesellschaftlich und politisch verfolgt und geschlagen. Sie waren Christen, sie hatten ihre Werte, sie wollten bei der ganzen Politik, da ging es so schlecht rum mit den König als Göttern oder den Kaiser als Gott annehmen und alles Mögliche, da konnten sie nicht mitgehen und sie wurden verfolgt und geschlagen. Sie wussten nicht, ob sie genug Versorgung haben, sie wussten nicht, ob sie morgen noch leben werden, sie wussten nicht, wie es weitergeht. Sie waren in einer absoluten Unterdrückung. Und da schreibt dann der Hebräer-Briefschreiber in 2,18, wie ich es eben schon einmal vorgelesen hatte, und weil er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er auch denen helfen, die in Versuchung geraten waren. Da kriegt dieser Vers nochmal eine ganz andere Bedeutung. Den hat er nicht so geschrieben. Den hat er geschrieben, weil er wusste, Gott ist ein mitfühlender Gott. Gott kennt mich. Gott ist für mich. Gott ist für uns. Gott weiß, was wir durchmachen. Gott sieht, was wir durchmachen. Und Gott steht neben uns an unserer Seite. Und das möchte ich dir heute zusprechen. Da, wo du stehst, so auswegslos, wie es scheint, da ist ein Gott, der Schmerzen erlitten hat und der weiß, wie es sich anfühlt, wenn es weh tut. Der es weiß, wie es sich anfühlt, wenn es weh tut. Und wenn du das Gefühl hast, dass du wirklich so erdrückt wirst von deinem Leid, dann möchte ich dich wirklich einladen. Bleib im Austausch mit deinen engsten Leuten. Lass dich tragen von deinen Freunden. Dafür sind Freunde da, dafür sind Familie da. Aber trau dich, ruhig zu Jesus zu kommen. Trau dich, zu Jesus zu kommen und sei dir sicher, der Sohn Gottes, der weiß, wie es dir geht. Der weiß, wie es sich anfühlt, wenn man Schmerzen hat. Der weiß, wie es sich anfühlt, wenn man ausgelacht wird, wenn man verachtet wird. Jesus Christus hat das alles durchgemacht und ist am Kreuz gestorben. Und ich möchte an dieser Stelle ganz sensibel, aber auch ganz persönlich werden. Ich weiß nicht, wo du stehst. Ich weiß nicht, was dich plagt. Ich weiß nicht, wo du gerade unterwegs bist, wie es dir innerlich geht. Aber ich möchte eine Hoffnung zusprechen. Entweder in diesem Leben oder spätestens, wenn du vor ihm stehst und ihn siehst, in der Ewigkeit mit ihm zusammen bist, wirst du gesund sein. Weil Gott gestorben ist und den Tod besiegt hat, damit wir ewiges Leben haben. Und nimm diese Geschichte gerne als einen neuen Ansatzpunkt, dich auch in deinem Leid trösten zu lassen. Wie oft habe ich schon hören dürfen, dass Menschen gesagt haben, hey, es tut so gut, dass da mal jemand ist, der versteht, was ich durchmache. Herr, ich weiß, dass es absolut herausfordernd ist, mit einem Gott unterwegs zu sein, der nicht so sichtbar ist wie dein Ehemann oder wie dein Zwillingsbruder oder sonst jemand. Ich weiß, dass wir da immer wieder auch herausgefordert sind mit diesem übernatürlichen Gott, den man irgendwie nicht so wahrnehmen kann. Aber ich möchte dich trotzdem einladen. Gott tröstet heute noch. Gott möchte an dein Herz. Gott möchte mit dir unterwegs sein. Gott möchte deine Tränen trocknen. Gott möchte dich trauern lassen. Aber Gott möchte bei allem auch dabei sein. Und dieses Bild vom Weg Jesus Christus zum Kreuz hin, zu seinem Tod, auf dem Weg zu seinem Tod, ist ein Bild voller Trauer, voller Frieden, voller Trost und voller Hoffnung, weil wir sehen dürfen, dass er 3 Tage später wieder auferstanden ist und den Tod besiegt hat. Die Ewigkeit ist deine Perspektive, von der du dich trösten lassen darfst. Der Heilige Geist, der hier auf der Erde ist, ist der Tröster, die Nähe Gottes,
Die Kraft Gottes, die bei dir ist und die in dir ist, wenn du Jesus angenommen hast, die mit dir ist und die dir jeden Tag neu zeigen möchte, da ist ein Gott und da ist ein Sohn und sie sind gekommen mit mir, Heiliger Geist. Wir sind gekommen, um diese Erde zu erlösen und befreien. Und Jesus wird siegreich wiederkommen, spricht das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung. Er wird siegreich wiederkommen und in Offenbarung 4 heißt es, jede Träne wird getrocknet sein. Alles Böse ist ausgelöscht. Es wird kein Leid mehr geben. Oh, Halleluja, sehr gut. Es wird kein Leid mehr geben. Ich kann es mir nicht vorstellen gerade, bin ich ganz ehrlich. Eine Welt ohne Böse, eine Welt ohne Krankheit, ohne Leid. Fällt mir wirklich schwierig, mir das irgendwie so bildlich vorzustellen. Aber ich halte mich fest. Ich halte mich fest an meinem iPad, wo auch eine Bibel drauf ist. Ich halte mich fest an seinem Wort und sage, Gott, wenn du das sagst, dann will ich es glauben. Dann will ich es glauben und ich komme zu dir und ich klage dir mein Herz und alles, was mich bewegt. Bernd darf gerne nach vorne kommen. Ich habe einen Wunsch für heute. Und wahrscheinlich drehe ich Kreise, ja, und sage jetzt alles zum fünften Mal. Aber sehe es wirklich als eine Dringlichkeit, die ich auf dem Herzen habe. Gott kann sich mit dir identifizieren. Und wenn du dich vielleicht so fühlst, als ob es für dein Leid noch nicht vollbracht ist, weil du mittendrin steckst, möchte ich dir sagen, Gottes Plan und Gottes Hand ist über deinem Leben und er ist mit dir unterwegs. Und ich kann dir keinen genauen 1-2-3-Step-Ding geben, wie du rauskommst oder sonst was. Aber ich kann dir sagen, Gott ist an deiner Seite und Gott ist für dich. Und er sieht dich. Oh, er sieht dich jeden Tag, genauso wie er alle anderen sieht. Sieht er dich ganz besonders. Nicht nur Johannes ist sein Lieblingsjünger. Nein, du auch. Er hat eine Liebe und ein Herz für dich, das du dir nicht mal vorstellen kannst. Seine Güte und seine Größe scheinen über dir wie einen Sonnenaufgang. Jeden Tag neu. Jeden Tag neu. Und so möchte ich dich neu einladen. Und ich möchte hier wirklich nichts runterspielen oder leichter reden oder sonst was, aber ich möchte dich neu einladen. Treff dich mit deinen Ängsten, die dich begleiten. Höre nicht auf, zu Gott zu beten und ihm wirklich auch anzuflehen. Gott kann das ab. Gott kann dein Flehen ab und dein Schreien. Und lass dich beschenken mit seinem Frieden, mit seiner Ruhe. Lass uns glauben, dass Gott heute noch wirkt, vielfältig, viele Facetten, facettenreich. Lade dich ein, dass du ihm immer wieder bringst, was dich beschäftigt, dass du vor ihm weinst und alles rauslässt, dass du vor ihm traurig bist, wütend bist, klag ihn an, schrei ihn an, bitte ihn um Vergebung. Gott weiß, was wir durchmachen. Gott weiß ganz genau, wo wir stehen, was wir durchmachen. Und er weiß, welche Gefühle das in dir hochholt. Er kennt dich. Er hat dich gemacht. Und da steht er mit offenen Armen und sagt, komm zu mir. Ich halte es aus. Ich weiß, wie es ist. Mein Weg, den ich gegangen bin, der war genau für dich. Ich bin gestorben für dich. Deine Schuld, für dein Leiden. Dass du verstehst, dass ich nahe Gott bin, dass ich nicht fern bin, dass ich nicht weit weg bin. Ich bin kein Regelgott. Ich bin kein Gott, wo du 1, 2, 3 Sachen machen musst, dann ist alles gut. Ich bin ein Gott der Beziehung. Ein Gott der Beziehung mit dir. Komm, wie du bist. Komm, wie du bist. Und lass dich von mir trösten. Und wenn du diesen Gott noch nicht kennst,
du ein inneres Ziehen spürst, dass da irgendwas ist, hey, da möchte ich dich einladen, stolper doch einfach mal in die Bibel. Stolper einfach mal in die Bibel hinein. Stolper hinein und lese, was Gott getan hat. Lies die Psalmen, wenn du Trost brauchst. Lies dir den Weg durch, den Jesus gegangen ist, wie er mit seinen Leuten umgegangen ist, wie er mit Ungerechtigkeit umgegangen ist. Ich möchte dich einladen, stolper einfach hinein. Stolper hinein, mach dich auf die Entdeckung. Weil ich, das muss ich sagen, weil ich Pastor bin und weil ich es wirklich glaube, ich glaube, dass du deine Begegnung mit Gott finden wirst. Dass du in dieser Begegnung Frieden finden wirst und dass dich dir eine Person offenbaren wird, die dich sieht, die dich liebt und die so, so viel mehr für dich hat als das, was du jetzt schon erlebst. Gott ist gut. Und das Leiden von ihm war, glaube ich, eines der schlimmsten Dinge, von dem wir lesen können. Wie er gelitten hat, wie es sein muss, habe jetzt getan für dich und für mich. A, deine Schuld zu vergeben und B, um sein Mitgefühl für dich auszudrücken. Ich bete noch einmal ganz kurz zum Ende. Heiliger Geist, nimm dir jetzt den Raum, den du brauchst. Nimm jetzt echt Zeit für alle, die hier sind und die mit großem, großem Leid konfrontiert sind. Begegne du, so wie es jede Person braucht. Und wir beten das für jeden, der jetzt hineingestolpert ist. Dass du Fragen beantwortest, Trost aussprichst, da wo es angebracht ist. Dass du einfach zeigst, dass du ein naher Gott bist, dass du ein Gott der Beziehung bist, dass du es liebst, mit den Menschen unterwegs zu sein. Und Gott, ich bete wirklich auch für alle, die so ein bisschen fern sind von diesem Thema. Gott, komm, Heiliger Geist, komm mit deiner ganzen Schönheit. Und ja, zeig einfach, wieso du den Tod besiegen musstest, was das im Detail bedeutet. Gott, bitte rühr Herzen an, dass dieses kryptische Tod besiegen und wieder aufstehen, dass das wirklich in die Herzen fällt. Heiliger Geist, übersetze einfach das, was du in deinem Wort schreibst, und lass uns, egal wo wir stehen, neu erfahren und neu erleben, wie gut du bist. Und wie viel Trost, Gnade und Barmherzigkeit du für jeden Einzelnen von uns hast.